Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch die Bücher vorstellen, die ich im Januar gelesen habe. Es war wieder eine bunte Mischung, also ein ziemlicher Genre-Mix. Ihr kennt es mittlerweile, wie immer unten in der Infobox eine Zeitskala angegeben, wenn ihr zu irgendeinem Buch hin- oder zurückspringen möchtet. Wir beginnen sonst in chronologischer Reihenfolge mit Buch 1. Und ich dachte mir, beginnen wir den Januar doch ein bisschen feministisch. Und den Anfang hat dort gemacht: Not your business, babe. Alles, was du als Frau über die Arbeitswelt wissen musst. Dieses Buch ist eher umgangssprachlich geschrieben, auch mit Humoreinschüben und so flapsigen Sprüchen, die vermutlich eher traurige Statistik auflockern soll. Ich muss sagen, das ist nicht mein favorisierter Weg. Ich verstehe ehrlich gesagt diesen Impuls nicht, eine ernste Thematik nicht auch ernst angehen zu wollen, sondern immer die Härte der Zahlen irgendwie aufbrechen zu müssen. Ich finde, dadurch nimmt man sich so viel Potenzial weg. Ich finde, dadurch beraubt man sich regelrecht der Stärke und der Kraft, der solchen Zahlen innewohnt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch eine Menge Menschen geben würde, die genau diesen Weg hier favorisieren würden, weil es den Zugang vermutlich einfacher macht. Nachdem ich dieses Buch hier gelesen habe, würde ich behaupten, es richtet sich eher an EinsteigerInnen. Also, wenn man sich nicht zum ersten Mal mit dieser Thematik beschäftigt, wird man hier drin auch nichts dramatisch Neues entdecken. Nichtsdestotrotz konnte ich durchaus etwas aus diesem Buch ziehen. Ich fand es zum Beispiel faszinierend zu sehen, dass es ist ja allgemeinhin bekannt, dass so diese typischen Frauenberufe, also Berufe, die in dem es einen überproportionalen Anteil von Frauen gibt, die diesen Beruf ergreifen, die Löhne deutlich niedriger sind und der Beruf im Generellen schlechter angesehen ist als typische Männerberufe. Nun fand ich es aber krass zu sehen, dass es offensichtlich tatsächlich Statistiken darüber gibt, dass wenn Frauen einen vorher typischen Männerberuf übernehmen und dieser Prozentanteil kippt, dass dann die Löhne signifikant in dieser Berufsgruppe sinken. Das ist so circa bei 60% der Fall. Andersherum funktioniert dieser Effekt übrigens genauso. Und das fand ich schon sehr interessant, sehr perfide, weil ich meine, da kann man wirklich gar nichts mehr daran schönreden, wie stark Frauen diskriminiert werden. Wie gesagt, dieses Kippphänomen, das war mir vorher nicht so präsent und das fand ich wirklich sehr bezeichnend. Ich fand es vor allem sehr schön zu sehen, dass gleich zu Beginn das Thema Confidence Culture thematisiert wird in dem Buch und wie die Schuldfrage bzw. die Frage der Verantwortung für die Zustände des Systems wie verankert das ist, dass das weggeführt wird von der Systemfrage hin zu einem Individualproblem. Also sprich, wenn es dir nicht gut geht im Leben, bist du schuld. Du blickst nicht positiv genug auf das Leben. Machst nicht dieses, du bist nicht jenes. Sodass auf gar keinen Fall der Gedanke auch nur aufkommen kann, dass das vielleicht gar nicht an dir liegt, sondern eine Systemfrage ist, dass das System dahinter krank ist. Das erinnerte mich tatsächlich sehr stark an Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf, ein Buch, was sehr hoch in meinem Ranking war vom letzten Jahr. Auch die Generationskonflikte am Arbeitsplatz fand ich sehr schön herausgearbeitet, wobei ich in der Praxis tatsächlich sagen muss, dass es mir immer wieder sehr stark auffällt, dass so eine Generationskonflikte keine Sache des Kalenders sind, sondern dass das wirklich eine Kopfsache, eine Einstellungssache ist. Also konservative Denkmuster ist keine Frage des Alters, wobei hier natürlich eine Angabe gemacht wird, die vermutlich so Pi mal Daumen auch hinkommen wird. In dem Buch dreht sich allerdings auch sehr viel um das Thema Popkultur, was ja eigentlich auch nicht verwundert, ne? Weil Popkultur ist ein Spiegel der Gesellschaft, beeinflusst diese auch. Aber hier zeigte es sich für mich ganz besonders stark, dass dieses Buch für ein jüngeres Publikum geschrieben wurde, als ich es bin, oder zumindest eine komplett andere Bubble angesprochen hat. Denn ja, natürlich kenne auch ich eine Taylor Swift und eine Beyoncé und ich erkenne auch ihre Rolle in der Popwelt an. Und auch ihr feministisches Wirken habe allerdings nicht einen einzigen Song von ihnen auf meiner Playlist, auf irgendeiner Playlist. Oder auch so Serien wie Gilmore Girls und Sex and the City, die natürlich kenne ich das vom Namen her, aber ich gucke das nicht. Diese Thematik nimmt aber leider sehr, sehr, sehr viel Raum in diesem Buch ein und das interessiert mich einfach nicht. Generell muss man sagen, ist dieses Buch aus einer klaren Bubble oder aus einer Sicht herausgeschrieben, nämlich aus der Sicht einer jungen Akademikerin, die eine steile Karriere anstrebt und auch privilegiert genug ist, diese Ziele auch in den Fokus zu stellen. Das macht das Buch in seinem Blick beschränkt, sprich limitiert. Möchte ich allerdings hier nur sagen, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlässt. Das mache ich dem Buch nicht zum Vorwurf, weil der Autorin das auch durchaus bewusst ist und sie das gleich ganz am Anfang in dem Buch als Disclaimer klarstellt. Was ich generell mit dieser Art von Büchern für ein Problem habe, ist, dass sie in erster Linie nur aufzeigen und anprangern, was ein Wert an sich ist. Allerdings zeigen sie eben selten bis gar keinen Weg auf, dieses Problem dann auch zu lösen. Sie tun immer so ein bisschen so, als wäre Tag 1, als wäre das das erste Buch, was über diese Thematik geschrieben wurde. So, ne? Als würden wir immer noch am Anfang des Problems stehen und hätten nicht schon eine jahrzehntelange Geschichte hinter uns. Dieses Buch hier geht dort ein Stück weiter, also es plädiert halt sehr stark für Solidarität.
Dabei bleibt es dann letztlich aber eben auch, ne? Also es sagt so, ja, sei solidarisch den Frauen gegenüber in deinem direkten Umfeld und sei eben kein Arsch und denk dir in deinem Wirkungskreis eben was aus, was du machen kannst, aber weiter geht's dann eben doch nicht. Es ist vielleicht auch schlicht und ergreifend zu viel verlangt, wenn man zu so einem Buch greift, dass man jetzt nur bitte auch eine Lösung präsentiert haben möchte. Ne? Wenn es so einfach wäre, dann wäre das Problem auch schon gelöst. Aber vor allem vermisse ich eben jedes Mal überhaupt nur Ansätze, Ideen zu Ansätzen, eben auch für systematische Ansätze. Insgesamt würde ich sagen, ist das hier ein Buch für junge EinsteigerInnen, die sich mit dieser Thematik jetzt mal auseinandersetzen wollen. Und vielleicht ist es auch völlig gerechtfertigt, dass jede Generation ihr Buch, ihr Tag-1-Buch hat. Also ja, diese Aufgabe erfüllt dieses Buch und ich würde behaupten, tut es auch gut. Ich hätte nur gerne auch mal ein Buch für Fortgeschrittene. Danach gelesen habe ich, Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Ich war wirklich begeistert von dem Stil der Autorin, weil es für mich kaum Zugangsschwierigkeiten gab, obwohl ich das bei asiatischen Büchern eigentlich immer habe. Trotzdem behält es einen besonderen Ton bei, den ich als typisch asiatisch klassifizieren würde oder einstufen würde. Nämlich setzt es den Fokus auf das Alltägliche, auf das Profane und zieht daraus seine Bedeutung. Ich habe eine Schwäche für Geschichten über gescheiterte Persönlichkeiten und das wird hier in diesem Buch hier voll bedient. Dabei werden solche Themen angesprochen wie Mobbing in der Schule, den Zusammenhalt in der Familie oder gerade das Fehlen dessen. Resignation spielt eine große Rolle und auch, dass man trotz allen Ambitionen und Bemühungen keinen Erfolg einfahren muss. Das ist insbesondere gekoppelt mit dem Thema Armut und das fand ich alles so herausragend gut eingefangen. Alles umfassend würde ich sagen, geht es letztlich um Menschen, die keine Chance im Leben haben, auf einen grünen Zweig zu kommen. Völlig egal, wie sehr sie sich anstrengen oder das eben nicht tun. Es geht um Menschen, die einfach nur ihr Leben leben und immer so ganz kurz davor stehen, ihr Dasein zu fristen. Dabei wird durchaus auf die Soziologie dieser Gesellschaften eingegangen, eben gerade auch mit Blick von außen auf diesen Gesellschaften, denn sie sind ausgeschlossen von Fairness und Handlungsoptionen. Die Gesellschaftskritik ist dabei bei weitem nicht so leise erzählt, wie ich es sonst von asiatischen Büchern gewohnt bin. Sie ist jetzt aber auch nicht zu direkt. Ich mochte dabei vor allem die Kritik an das Versprechen, an die Ideologie der Leistungsgesellschaft, die ja in Asien noch mal prägnanter, noch mal gnadenloser ist als hier in Zentraleuropa. Gerade diese Direktheit wird hauptsächlich von der Protagonistin projiziert, was ich, wie gesagt, außergewöhnlich fand, also ungewöhnlich. Ich mochte das aber sehr. Es endet dementsprechend wenig verwunderlich, ein bisschen melancholisch betrübt, etwas resigniert, aber auch ruhig, also fast schon friedlich. Also jetzt nicht wirklich hoffnungsvoll, aber irgendwie schon zufrieden hinnehmend. Also wie gesagt, dieses Buch hat durchaus seinen ganz eigenen Ton. Es erzählt eine interessante Geschichte mit vielen Lagen, mit vielen Schichten darunter. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen erst an diese Art der Erzählung zu gewöhnen, an diesen Ton, an dieses ruhige Herangehen, diese Stille oder stillere Herangehen, als es man hier in Europa so gewohnt ist. Aber von allen asiatischen geprägten Büchern, die ich bisher gelesen habe, hat das mir mit Abstand am besten gefallen, hatte ich mit Abstand am wenigsten Zugangsschwierigkeiten, würde ich dementsprechend als Einsteigerbuch absolut empfehlen. Danach gelesen habe ich Niemalsland, ein altes Buch von Neil Gaiman. Ich möchte ja irgendwann mal alle seine Werke gelesen haben. Vielleicht nicht alle, aber ne, schon so die meisten. Dieses Buch ist, glaube ich, ursprünglich von 1998 oder so. Es hat ein gewisses Alter. Was man auch gemerkt hat, also ich mag den Stil des Autoren nach wie vor. Es ist gut lesbar, aber er hat durchaus ein Händchen für Kulissen und Settings und vor allem für Atmosphäre. Aber es ist noch nicht ganz so ausgeprägt, noch nicht ganz so perfektioniert wie seine neuesten Werke. Natürlich nicht, ne? Da liegen ja auch ein paar gut 20, 30 Jahre Schreiberfahrung dazwischen. Hier ist es so, wir haben die Kulisse Londons. Zum einen das London, was man eben so kennt, zum anderen eine Schattenseite davon, die eben mit Fantasy-Elementen daherkommt. Und ich mochte es sehr, wie diese beiden Welten eingefangen wurden und wie sie so an den Rändern eben so ineinander übergehen und sich vermischen. Das war wieder sehr kreativ gestaltet. Das kann der Autor einfach richtig gut, so dieses Gefühl zu vermitteln, dass obwohl das eine High-Fantasy-Welt ist, dass das trotzdem irgendwie möglich wäre, wenn man rein zufällig zum richtigen Zeit am richtigen Ort wäre. Und es ist auch immer eine Dark-Fantasy-Form. Also es ist nicht Glitzerfee und Elfen, sondern es ist durchaus eine düstere Variante. Wie Atmosphäre spielt immer eine gute, große Rolle. Vermutlich würde das alles sogar noch viel, viel mehr verfangen, wenn man die ganzen Orte, die hier angesprochen werden, noch deutlicher vor Augen hat. Das ist durchaus eine gewisse Form von Abenteuergeschichte. Es ist nicht so diese ganz klassische Heldenreise, beziehungsweise, wie es auch so typisch ist für Neil Gaimans Büchern, immer so ein bisschen unterschwelliger, so ein bisschen verdeckter. Sie ist nichtsdestotrotz sehr fantasiereich und auch unterhaltsam geschrieben. Allerdings, und wie das schiebe ich halt auf das Alter, die diese Geschichte nun schon auf dem Buckel hat,
war das für mich nicht so eindringlich, nicht so eingängig, wie ich das von seinen Büchern so gewohnt bin. Das kam mir manchmal schon so ein bisschen mehr vor wie eine Abhandlung. Also ich war nicht immer so ganz voll bei der Sache, muss ich sagen. Es nahm mich nicht so gefangen, wie ich es sonst gewohnt bin. Ich muss auch sagen, auch die Figuren, sie haben alle eine gewisse Rolle und diese Rolle übernehmen sie auch gut. Und es ist jetzt nicht so, dass das komplett flach wäre. Wir haben hier, wie gesagt, auch diese gewisse Fantasy mit drinnen, ne? Also wir haben hier durchaus auch Figuren, die Portalgänger sind, die unsterblich sind. Aber letztlich erfüllen sie für mich eben doch hauptsächlich diese Fantasy-Rollengefährten-Rolle. Nichtsdestotrotz sind die oder ist die Charakterisierung durchaus ausreichend, dass man ein Bild von ihm bekommt, aber eben kein so richtiges Gefühl. Es ist nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig mit ihm mitfiebern oder mitleiden würde. Sie gingen mir nicht so ans Herz. Interessanterweise fand ich mit Abstand am charmantesten die beiden Bösewichte, die Killer, die hier aufgezeigt wurde, was das über mich auch sagt, das ist natürlich, weiß ich nicht. Aber ich finde, da hat er sich am meisten Mühe gegeben. Die fand ich wirklich charmant. Also es ist eine durchaus unterhaltsame Geschichte. Sie ist fantasiereich, sie ist kreativ, sie ist atmosphärisch. Es ist allerdings nicht das beste Buch aus der Feder des Autoren. Und last but not least, wirklich ein ganz besonderes Highlight für mich persönlich, habe ich mir noch Bücher aus Korea importieren lassen. Das war nicht günstig, aber es ist jeden Cent wert gewesen. Das hier sind die Bücher aus der Netflix-Serie It's Okay to Not Be Okay. Heißt die Serie so? Bin mir fast sicher. Eine absolute Serienempfehlung übrigens auch für alle, die Netflix haben. Ist wie gesagt eine koreanische Serie mit deutschem Untertitel. Hat mich von dem schon das Intro, dieses ganze Feeling, dieses Setting hat mich so ein bisschen an Coraline erinnert. Und Coraline ist für mich persönlich ja der beste oder einer der besten Tim Burton-Filme, die Tim Burton nie gemacht hat. Und als ich diese Serie gesehen habe, ne, dachte ich mir schon so, ey, diese Bücher, die diese Protagonistin da schreibt, die sehen ja richtig gut aufgelegt aus, ne? Und wenn man so haptische Bücher in so einer Serie sieht, hatte ich schon so die Vermutung oder die leise Hoffnung, die könnten wirklich existieren. Die könnten vielleicht kaufbar sein. Also habe ich mich in die unendlichen Weiten des Internets gemacht und habe da mal recherchiert und gesucht. Und tada, ja, tatsächlich, ich habe sie gefunden. Und ja, ist auch alles in koreanischer Sprache. Also in der Serie werden ja durchaus auch vorgelesen. Sind übrigens sogar allesamt signiert gewesen, diese Ausgaben. Ach, gucke mal, kostet 12.000 koreanische Währung. Won, ne? Haben die mich betrogen? Wie viel habe ich eigentlich? Ich habe, glaube ich, 25 Euro pro Buch bezahlt. Kommt das hin in der Umrechnung? Gut, aber da waren natürlich auch Importgebühren dabei, ne? Nun egal. Dieses Buch ist eins meiner Lieblinge und ich war mir nicht ganz sicher, wie man es übersetzt. Der Junge, der von Albträumen lebte, hieß es, glaube ich, in der Serie. Großartig. Also sowohl die Message, die diese Bücher haben, weil das alles so ein, wie die Serie auch so dieses Feeling hat von tiefgreifender Wahrheit, die aber so eine düstere, dunkle Atmosphäre mitbringt. Also die Message, die jeweils in den Büchern gegeben wird, die ist wirklich groß. Und das wird alles so runtergebrochen auf so ganz wenigen Sätzen. Und das kombiniert mit einer wahnsinnig tollen Optik. Gibt es in Korea auch sowas wie Urheberrecht garantiert, ne? Ist mir egal. So sieht das dann aus. Ich liebe das ja so, so krass, ne? Also, wie als ich gesehen habe, ich kann die wirklich kaufen. Also, ich habe keine Sekunde lang gezögert. Also, grob gesagt, geht es in den Jungen, der mit Albträumen lebte, um Traumabewältigung. Darin, dass wir auch die dunklen und negativen Erinnerungen und Erfahrungen im Leben brauchen, um wachsen zu können, um eine erwachsene Seele zu erhalten. In Zombie-Kind geht es im Prinzip um menschliche Nähe, um den Wunsch nach menschlicher Nähe. In Der glückliche Hund geht es letztlich um antrainiertes Verhalten. Es geht um Wünsche, um Resignation und den Mut aufzubringen, sich diese eben auch zu erfüllen und nicht in seinen dunklen, traurigen Mustern zu verweilen. In Die Hand des Seeteufels geht es letztlich um Eltern, die ihre Kinder zugestehen sollten, selbst Verantwortung zu übernehmen und selbst zu wachsen und was passiert, wenn man dem das eben nicht tut. Und in dem letzten Buch geht es letztlich darum, den Mut dazu zu finden, glücklich zu sein. Das ist so grob die Message von den jeweiligen Büchern. Dazu, und das fand ich ja wirklich total süß, ist noch das Skizzenbuch von einem der Figuren aus der Serie mit drin. Also super, wer die Serie kennt, wird es wissen, wo er so übt, die seine Schmetterlinge dazu malen. Ich kann diese Bücher wirklich empfehlen, weil wie die Message, die dahinter steht, die ist immer so bedeutungsvoll. Das ist auch wirklich ein Talent und eine Kunst, das mit so wenigen Worten, weil offiziell sind das Kinderbücher, so weit runterzubrechen
Und trotzdem diese Tiefe dabei erzeugen zu können, ist der Wahnsinn. Und ich mag dieses dunkle, morbide Feeling dahinter. Das ist genau meine Stimmungslage. Also wie gesagt, nicht unbedingt einfach hier aus Deutschland, aus Europa jetzt an diese Bücher heranzukommen. Aber die Serie könnt ihr auf jeden Fall sehen, wenn ihr Netflix habt. Aber die Serie kann ich, wie gesagt, auch sehr empfehlen. Okay, gut. Das war es dann soweit auch gewesen. Das war es dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch dann noch einen schönen restlichen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Tschüss.